Ja, schönen guten Abend, sehr verehrte Zuschauer. Wir haben heute die Zukunft der gedruckten Tageszeitung in Thüringen als Thema. Es wurde in der letzten Zeit etwas stark darüber diskutiert, wie das weitergehen muss. Wir haben hier Gäste eingeladen. Einerseits Frau Anja Sigismund, thüringische Umweltministerin, die sich zu dem Thema gerne äußern wird. Herrn Ralf Leifert, Geschäftsführer des DJV Thüringen. Dann Herrn Jan Hollitzer, Chefredakteur der Thüringischen Allgemeinen, und Michael Thaller, Geschäftsführer der Mediengruppe. In den letzten Tagen hatten wir eine große Diskussion über diese Themen und ich hatte den Eindruck, dass sofort eine Reaktion da war. Und Sie haben sich auch geäußert zu dem Thema, dass im Grunde genommen die gedruckte Zeitung eine Zukunft haben muss. Was hat Sie dazu veranlasst, so schnell zu reagieren? Naja, ich schreibe nicht jeden Tag offene Briefe. Und wenn ich aber wahrnehme, dass es das zweite Zukunftsprogramm, so heißt es, der Funke Mediengruppe gibt zur Frage, wie man sich künftig aufstellen möchte und davon gesprochen wird in einer Pressemitteilung, dass man prüft, inwiefern man im ländlichen Raum vor allen Dingen digitale Formate anbieten kann, dann bin ich schon etwas alarmiert. Und gerade in diesen Tagen, wo ich sage, 30 Jahre nach der friedlichen Revolution, wo wir drei Traditionsblätter in Thüringen haben, nämlich TLZ, TA und OTZ, die seit dem letzten Zukunftsprogramm der Funke Mediengruppe aus dem Jahr 2016 doch sehr, sehr ähnlich sind. Also die Vielfalt ist eingeschränkt. Es gibt weniger Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, 150 weniger. Es gibt einen Teil, der in Berlin geschrieben wird. Dann ist das nicht mehr die Heimatzeitung wie vor 3 Jahren. Und ich finde, Zeitung ist nicht nur Grundlage, um Informationen zu geben, sondern auch Ausdruck dessen als Kulturgut betrachtet, was sich in der Welt abspielt, aber eben auch zu Hause. Und ich möchte, dass die Thüringerinnen und Thüringer sich darauf verlassen können, dass sie eine qualitativ hochwertige Zeitung bekommen. Wir haben Top-Journalisten, aber die brauchen gute Rahmenbedingungen. Und deswegen finde ich es gut, dass wir heute darüber diskutieren, wo soll denn die Reise hingehen, Funke Mediengruppe in Thüringen. Und da bin ich sehr gespannt. Ja, Sie haben im Grunde genommen auch gesagt, Sie wollen unbedingt die gedruckte Zeitung erhalten. Als Umweltministerin hätte ich mir gedacht, Sie wollen den deutschen Wald retten und möglicherweise weniger Papier produzieren lassen. Und heute kann man natürlich Informationen auch digital nutzen. Aber es geht ja um Qualität und Qualität braucht gute Journalisten und die brauchen Zeit zum Recherchieren, die brauchen gute Arbeitsbedingungen. Darüber reden wir und wir reden über Zugänge. Haben Sie im ländlichen Raum in Thüringen überall jeden, also auch die 80-jährige Frau in Thalbürgel mit einem iPad versorgt, wo sie ohne Probleme jederzeit mit einem E-Paper arbeiten kann und einen Zugang dazu hat? Ich glaube nicht. Schauen Sie sich Ihre E-Paper-Abonnements an. Sie haben im Thüringer Raum, wie ich finde, durchaus gute Verkaufszahlen nach wie vor. Also muss man überlegen, wie kann man Zugänge organisieren? Und da gehört das Papierprodukt einfach dazu. Abgesehen davon, dass es eines ist, sage ich auch als Umweltministerin ganz bewusst, was mit einer hohen Recyclingquote hergestellt wird. Also das Argument würde ich Ihnen leider so nicht durchgehen lassen können. Na gut, Herr Hollitzer, die Frage ist natürlich, ist das abhängig jetzt von dem gedruckten Papier oder ist das digital genauso möglich, die Versorgung von Informationen in so einem Flächen Land wie Thüringen? Also es hat ja mehrere Aspekte, dieses Thema, was wir jetzt schon, also mehrere Aspekte gestriffen. Das eine ist ja das, was auch in der Pressemitteilung stand, dass wir prüfen, wie wir mehr digitale Zeitungen, also E-Paper, auch im ländlichen Raum verkaufen können, um dort die Menschen mit Informationen zu versorgen. Und das hat natürlich ganz klar was mit Netzabdeckung zu tun. Aber im besten Fall hat das nichts mit der journalistischen Qualität zu tun, denn also Journalismus ist Journalismus unabhängig von welchem Kanal oder welchem Kanal er ausgespielt wird. Und wir als Redaktion müssen mit den Rahmenbedingungen, das kann die Rahmenbedingungen eben auch umgehen und müssen versuchen, uns so zu organisieren, dass wir auch unserem gesellschaftspolitischen Auftrag, den ich als Journalist ganz klar auch habe, wahrnehmen zu können. Aber es ist eben auch nicht Gott gegeben. Also wir sind ein privatwirtschaftliches Unternehmen, dass ich eben nicht über, ich sage jetzt mal das Wort Gebühren, finanziert und den Gesetzen des Marktes unterliegt. Und wir uns trotzdem bewusst sind, welche Aufgabe wir in auch einer
in dem gesellschaftlichen Diskurs haben und in der demokratischen Meinungsbildung. Also gerade jetzt im Jahr Landtagswahlen, nicht nur um 30 Jahre friedliche Revolution zu nehmen, sondern auch in so einem Jahr wie den wichtigen Landtagswahlen in 3 neuen Bundesländern. Herr Thaler, wie lange glauben Sie, haben Sie noch genügend Verteiler, die die Zeitung als Papierform in den Thüringer Wald tragen können? Ich würde sagen, noch eine ganze Menge Jahre. Ich muss das nochmal betonen, wir haben nicht verkündet, dass wir ab morgen nicht mehr zustellen und nicht mehr drucken. Sie haben es ja gesagt, wir prüfen, Herr Hollitz hat es auch gesagt. Das ist ein wichtiger Unterschied. Also es gibt keinen Beschluss, und das war ja zum Teil in der Presse zu hören, dass wir beschlossen hätten, ab einem gewissen Zeitpunkt nicht mehr zuzustellen und nicht mehr zu drucken. Aber können Sie garantieren, in den nächsten 5 Jahren keine Mitarbeiter weg, sondern alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf dem jetzigen Niveau bleiben und definitiv überall in Thüringen noch in 5 Jahren die gedruckte Ausgabe, wenn man sie will? Ich glaube, das kann Ihnen niemand garantieren, weder in Thüringen noch irgendwo anders in Deutschland. Dafür ändert sich im Moment viel zu viel in der Medienlandschaft. Wie Herr Hollitzer schon sagte, wir haben auf der einen Seite sicherlich einen gesellschaftspolitischen Auftrag, Stichwort Demokratie, Wahlen und so weiter. Auf der anderen Seite ist es eine wirtschaftliche Herausforderung, das kostendeckend und gewinnbringend hinzubekommen. Wenn Sie auf Dauer Verluste machen, dann müssen Sie nachdenken darüber, wie Sie Ihr Geschäftsmodell verändern. Und dazu kann vielleicht gehören, dass wir digitalisieren, ob das auf dem Land ist oder woanders. Uns ist auch bewusst, dass wenn wir jetzt von heute auf morgen sagen würden, wir drucken nicht mehr und wir zwingen unsere Leser dazu, auf dem iPad zu lesen, dass wir damit Schiffbruch erleiden würden. Das würde von heute auf morgen nicht funktionieren. Das heißt aber nicht, dass wir nicht darüber nachdenken, wie das vielleicht funktionieren könnte in Zukunft, in 5 Jahren oder in 10 Jahren. Ich will mich da auf gar keinen Zeitraum festlegen. Ich glaube aber, dass die Medienbranche, die Zeitungsbranche um dieses Thema Digitalisierung auf Dauer nicht herumkommt. Herr Lawers, ist Journalismus abhängig vom digitalen Vertrieb oder von der Papierform? Überhaupt nicht. Die Kriterien gelten auch im digitalen Bereich. Guter Journalismus kann nur auf der Basis von Recherche funktionieren. Glaubwürdigkeit ist ein hohes Gut für Journalistinnen und Journalisten. Und das ist letztendlich auch die Erfolgsgarantie für journalistische Medien. Das Problem, womit Tageszeitungen hauptsächlich kämpfen, ist ja, dass man eigentlich 2 Generationen verloren hat. Nämlich die Jüngeren, die nicht bereit sind, ein Abo einzugehen und sich von diesem Medium informieren zu lassen. Dass das Nutzerverhalten sich geändert hat, das nehmen wir alle wahr. Und deshalb ist es auch richtig, in digitale Produkte zu investieren. Nur jeder, der Journalismus betreibt, weiß, dass das personalintensiv ist. Weil Recherche braucht Zeit, um Glaubwürdigkeit herstellen zu können, muss ich die Zeit haben, um feststellen zu können, ob meine Quelle glaubwürdig ist, ob ich ihr vertrauen kann. Ich muss eine zweite Quelle suchen, die mir Bestätigung liefert. Und nur so kann letztendlich dieses hohe Gut Glaubwürdigkeit erhalten bleiben. Und deshalb ist es richtig, dass man in digitale Produkte investiert. Aber ich glaube, man sollte an der Stelle auch die Balance finden. Und ich bin der Überzeugung, Thüringen braucht auch künftig eine gedruckte Zeitung. Ja, jetzt wenn ich da direkt anschließen darf, also so ein paar Worte gefallen wie Glaubwürdigkeit, Kulturgut. Kulturgut würde ich sogar ein bisschen weitergehen, weil es ist einfach, glaube ich, ein ganz wichtiger Bestandteil der Gesellschaft. Und Glaubwürdigkeit und Vertrauen genießt die Tageszeitung in Deutschland, wenn man das vergleicht auch mit anderen Medien. Also ein sehr hohes, eine sehr hohe Zustimmung bei den Menschen. Und wir haben das ja auch gemerkt nach dieser Meldung, die kursierte, dass wir die gedruckte Tageszeitung einstellen. Nochmal, das stimmt nicht. Aber Sie können es auch nicht für die nächsten 5 Jahre garantieren. An niemanden. Habe ich gerade gehört. Also ich dass es nicht eingestellt wird. Also ich habe extra nachgefragt. Ich glaube nicht dran. Also wie gesagt, also wir hatten eine Welle von Anrufen von Abonnenten, die gesagt haben, sie können einerseits verstehen, dass wir uns auf diese neue Zeit einstellen, weil ja auch ihre Kinder, es waren ältere Leute, die angerufen haben, weiterhin dieses Medium oder mit diesem Medium in Berührung kommen sollen und sich informieren können, aber das dann eben über digitale Wege, aber andererseits eben auf die Zeitung nicht verzichten wollen. Und das zog sich über alle gesellschaftlichen Bereiche eigentlich hinweg, die sich da gemeldet haben.
Und das ist für uns auch das Signal, dass wir sagen, wir müssen halt beides anbieten. Die Lesegewohnheiten verändern sich ja auch. Ja. Junge Leute gehen anders hin. Du hast ein älteres Publikum, was das jetzt noch gutiert, dass die Zeitung da ist. Und es gibt ja verschiedene Wege. Du kannst ja im Grunde die Zeitung weiter anbieten, aber zu einem höheren Preis. Und kannst digital für junge Leute das anbieten. Und das wird dann auch entsprechend gutiert. Aber die Zeitung wird ja anders sein. Wie anders ist denn die Zeitung, wenn sie digital verbreitet wird gegenüber der Papierform? Auch da muss man wieder unterscheiden. Also erstmal ein E-Paper ist eine Tageszeitung in einer elektronischen Form. Das ändert sich von den Inhalten und von der Darreichungsform eigentlich nichts, außer dass es eben nicht gedruckt wird, sondern auf dem iPad oder wo auch immer verbreitet wird. Darüber hinaus muss man aber, wenn man über Digitalisierung spricht, auch über andere Informationswege nachdenken. Also ich kann ja auch eine Information losgelöst vom E-Paper auf einer Webseite oder in einer App beziehen. Das ist, glaube ich, etwas, was jüngere Leute eher anspricht, als einfach die gedruckte Tageszeitung als E-Paper. Und ich muss nochmal auf das, was Herr Leifer sagte, wir hätten zwei Generationen verloren. Ich glaube, es ist ein Märchen, dass man sagt, früher hätten ganz viele junge Leute die Tageszeitung gelesen. Na gut, ich wollte die Volkswacht als Kind auch nicht lesen. Ja, also. Ich wollte das nicht beziehen auf einzelne Titel oder zu DDR-Zeiten. Ich wollte es jetzt mal für die Branche an aber sich. Aber Sie sind hier in Thüringen, das ist der Punkt. Ja. Ich beziehe mich auf das Thema, wir haben mehrere Generationen verloren. Okay. Ich glaube, es gibt ein gewisses Alter, ab dem man darüber nachdenkt, eine Tageszeitung zu beziehen. Wenn man eine Familie gründet, sich irgendwo niederlässt, eine Wohnung hat und so weiter, dann denkt man ernsthaft darüber nach, eine Tageszeitung zu beziehen, weil man dann in seinem Umfeld wissen möchte, was da passiert. Und das ist die Funktion einer regionalen Tageszeitung, wie wir sie herausgeben. Dass früher große Mengen an Studenten oder Azubis oder so die Tageszeitung bezogen haben, glaube ich, ist ein Märchen. Von daher, wir haben die jungen Leute nicht abgeschrieben für die gedruckte Tageszeitung. Wir glauben, dass wir die sicherlich irgendwann bekommen, wenn sie eben in einer Lebenssituation sind, wo das relevant ist. Wir müssen aber vorher Angebote machen, um sie daran zu gewöhnen, Nachrichten zu beziehen. Das ist die Herausforderung. Da sind wir ja auch redaktionell dabei, neue Angebote zu entwickeln. Dann müssen die Online-Angebote aber so attraktiv sein, dass man dafür auch bezahlen will. Und das eine ist ja der Zugang quasi zu E-Paper oder gedruckter Zeitung, worüber wir reden. Wir können ja trefflich streiten, ist jetzt Papier besser oder die digitale Ausgabe. Aber mit dem angekündigten Zukunftsprogramm aus dem Jahr 2016 und dem, was jetzt kommen soll, ist mir zumindest nicht klar, verlieren wir wieder Qualität, ja oder nein? Ich sage das nochmal. 2016 hatten wir im Landtag eine Debatte, da ging es um die Frage, wie werden die drei Zeitungen künftig unterscheidbar sein, wie viel wird in Berlin geschrieben, wie viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter müssen entlassen werden. Das ist 3 Jahre her. Und wir wissen, die Zeitungen sind, ich lese ja jeden Tag alle drei, in ihrer Unterscheidbarkeit marginal nur noch erkennbar. Und das merken doch die Leute. Die merken doch, ob es sozusagen eine Vielfalt gibt, ob Lokalredaktionen jeweils eigenständige Journalisten und Journalistinnen haben oder nicht. Und deswegen, finde ich, ist jetzt auch so eine Schmerzgrenze erreicht. Schauen Sie, der letzte Thüringen-Monitor hat gezeigt, gerade die Thüringerinnen und Thüringer identifizieren sich mit ihrer Heimat. Und das merkt man doch als Leser, als Zeitungsleser oder Zeitungsleserin, ob ein Produkt mit Herzblut von Journalistinnen und Journalisten gemacht wird hier in der Region oder ob das in Essen oder Berlin geschrieben wird. Und da bin ich ganz bei Ihnen zur Frage, ja, Sie müssen sich dem Wettbewerb stellen, eigentlich in einem Markt, der Regulierung braucht. Öffentlich-rechtliches Fernsehen beispielsweise wird ja auch gebührenfinanziert. Und Sie sind ja nicht beispielsweise, dürfen nicht dem Markt der Kräfte so ausgesetzt sein wie ein x-beliebiges Unternehmen, nehmen wir mal im Logistikbereich, weil das nicht die gesellschaftspolitische Verantwortung trägt wie Sie. Wir haben doch eine klare Gewaltenteilung von Legislative, Exekutive, Judikative und dann kommen die Medien, die eine Kontrollfunktion haben. So. Und das heißt, sie tragen an dieser Stelle nicht irgendeine x-beliebige Funktion, die jemand anders ersetzen kann, sondern da müssen wir drüber reden, wie man das stützen kann, beziehungsweise wie es möglich ist, auch im politischen Raum. In Frankreich gibt es da Modelle. Schauen Sie sich die Taz an, die genossenschaftlich organisiert ist. Es gibt die Möglichkeit, über Vertriebssubventionierung zu sprechen. Ich bin da auch offen gestanden für alles offen. Wir müssen uns nur erstmal klar sein, der Heilsbringer ist allein die Debatte über Digitalisierung nicht, weil sie dann was ganz Großes auslassen, was verloren gegangen ist in den letzten 3 Jahren und was die Leute merken. Und das ist Qualität. Und das hat nichts mit den guten Journalisten
Journalistinnen und Journalisten zu tun, die uns auf den Füßen rumtreten als Politiker, sondern damit, dass die gar nicht mehr die Zeit für Recherche haben. Papierform und digitaler Form, also das ist ja jetzt mal fast neutral, nur die Frage, wer nutzt das und wie viel nutzt es? Genau. Und dass man die jungen Leute verloren hat als Zeitungsleser, das ist ja auch bekannt. Also insofern ist die Frage, geht es jetzt um die Form oder geht es um den Inhalt und um die Qualität, was da ist? Im Zukunftsprogramm geht es ja um beides. Und ich sage, die Digitalisierung wird kommen, da sind wir uns doch alle einig. Aber wir sollten die Debatte zur Frage Zukunftsfähigkeit der Thüringer Medienlandschaft nicht alleine an, deswegen ist ja Herr Hollitzer auch Chefredakteur der TA, weil das ja seine Profession ist, diese Frage Digitalisierung voranzutreiben. Das ist ja nur ein Ausschnitt aus der Debatte. Die Qualität gehört aus meiner Sicht in den Vordergrund und das sind mehr und gute Leute. Also ich muss in der letzten Zeit relativ viel Überzeugungsleistung leisten und Überzeugungsarbeit aufbringen, um so Vorurteile abzubauen gegenüber Online-Journalismus, Digitaljournalismus und Digitalisierung. Und sage immer, wir führen keine Kanaldebatten, sondern wir führen eine inhaltliche Debatte und vor allem eine hochjournalistische, vor allem wenn wir uns der ganzen neuen Analysemöglichkeiten bedienen, die wir haben. Mit den Werkzeugen, mit denen wir E-Paper zum Beispiel analysieren, mit denen wir analysieren, wer kommt auf unsere Seiten, liest wann was, welche Artikel, in welcher Intensität. Also ich betrachte das, auch wenn Sie sprechen von journalistischem Angebot, erstmal aus der Inhaltesicht. Und wir stellen den Leser und den Nutzer, wann immer er auch, egal mit welchem Endgerät, mit welchem Trägermedium, sei es Papier oder dann was anderes, mit unseren Angeboten in Berührung kommt, soll er zu diesem Zeitpunkt, wenn er mit diesen Angeboten in Berührung kommt, am bestmöglich informiert sein. Und das ist die Grundlage aller weiteren Überlegungen. Mit den gegebenen Rahmenbedingungen. Das muss ich dann natürlich dazu sagen. Aber im Kern steht der Leser und die journalistische Qualität, das Inhaltliche. Stark inhalts- und themengetrieben. Aber da sind die Bedingungen schlechter geworden. Und online und digital ist es sogar noch brutaler, weil man bei schlechten Inhalten mit einem Klick sofort weg ist. Eine Zeitung blättert mal um. Das ist die Konkurrenz, die unfair ist. Das ist richtig, weil die Leute zum Teil ja nicht den Zugang haben zu gut recherchierten Artikeln, während wiederum manche in ihren Filterblasen leider unterwegs sind. Das hat aber mit seriösem Journalismus nichts zu tun. Und die große Herausforderung ist deswegen... Aber da muss man auch stark differenzieren. Leute, es gibt auch Qualitätsmedien im Netz. Ja, ohne Zweifel. Aber gut recherchierte Beiträge ist was anderes, als wenn jemand alleine selbstreferenziell in seinem Dunstkreis so tut, als seien es Neuigkeiten. Das meine ich mit Qualitätsdebatte. Ja, ich glaube, dass es ja kein Unterschied ist, ob das jetzt digital oder per Papierform verbreitet wird. Also das ist für einen Journalisten erstmal zweitrangig, oder? Er hat vielleicht eine andere Kürze oder veränderte Form der Schreibung. Ich will nur mal ganz kurz sagen, dieses Wort Filterblasen und diese Bubble, das ist, glaube ich, auch ein bisschen überstrapaziert, weil das gab es im Prinzip auch schon immer am Gartenzaun und in der Garage oder am Stammtisch. Aber nicht mit einer globalen Verbreitung. Ja, aber in dieser Filterblase bewegt man sich ja wenigstens noch digital und man hat die Möglichkeit auszubrechen. Und deswegen brauchst du gute Angebote von guten Journalisten, die gut recherchiert sind, die Zeit dafür haben, diese Angebote auch zu liefern. Dafür wollen wir sorgen. Das ist mein Petitum. Und vor allem im regionalen Raum. Also das ist ja nur die Frage, tut mir leid, in welcher Form. Ja, und das würde ich jetzt von Ihnen gerne hören. Sind Sie auf Papier programmiert? Ja, überhaupt nicht. Wir haben ja heute schon Hörfunk, Fernsehen, wir haben Online-Medien. Also man muss sicherlich ein paar Besonderheiten beachten, bezogen auf den Verbreitungsweg. Das ist im Hörfunk, es sieht ein Beitrag eben halt anders aus als ein Fernsehbeitrag, wo ja eher die Bilder dominieren. Der Hörfunkbeitrag wieder hervorsticht durch kurze, prägnante Sätze, die eine Information vermitteln. Also da hat jeder Verbreitungsweg so seine Besonderheiten und die kann man und sollte man auch nicht unterschätzen. Aber wenn man mal vom Auftrag des Journalismus und dem Auftrag von journalistischen Medien ausgeht, dann ist doch klar, dass wir den Meinungs- und Willensbildungsprozess in Gang setzen müssen und in Gang halten müssen. Das heißt, Meinungsbildungsprozess setzt voraus, dass ich unterschiedliche Meinungen kenne und mir daraus ableiten kann für mein eigenes Handeln Konsequenzen. Und das ist eine der Fragen, die in diesem digitalen Transformationsprozess beantwortet werden muss. Ich habe heute dafür noch keine Antwort, aber das ist eine ganz entscheidende Frage. Wie organisieren wir Medienvielfalt oder Meinungsvielfalt im Netz, dass es möglichst viele erreichen können? Es ist ja nicht damit getan,
Wenn jetzt die Mediengruppe Thüringen Inhalte verbreitet, die gut recherchiert sind, ich aber kein Alternativangebot mehr wahrnehme. Mhm. Und so funktioniert Meinungsbildung. Und deshalb möchte ich behaupten, man muss Neues wagen, ständig daran arbeiten, es zu modifizieren, um den höchstmöglichen Effekt zu erreichen, der dem gesellschaftlichen Auftrag entspricht. Und das Problem, das ich im Moment bei diesen ganzen Sparmaßnahmen, die ja nicht nur Funke betreffen, die auch in anderen Häusern eine Rolle spielen, sehe, ist, dass die Ressourcen so beschnitten werden, dass man diesen digitalen Transformationsprozess nicht mehr hinbekommt. Dass man ganz einfach nicht mehr die Leute hat, sowohl von der Anzahl her als auch von der Qualität, also von der Ausbildung, von der Fähigkeit, verschiedene Ausspielwege auch zu bedienen, gar nicht mehr hat, um dies leisten zu können. Und da sollte man sich außer Sparen halt auch mal etwas anderes einfallen lassen und offensiver damit umgehen, was man eigentlich meint. Denn auch der gesellschaftliche Diskurs darüber kann einem nur förderlich sein. Man kann nicht mehr heute davon ausgehen, dass man die Wahrheit gepachtet hat oder die Erkenntnis, dass nur der Weg möglich sein kann. Ich glaube, in der Situation müssen verschiedene gesellschaftliche Kräfte zusammenkommen, um Lösungen zu finden. Die Medienpolitik genauso. Es stellt sich die Frage, angesichts der Konvergenz der Medien, wie muss der Markt reguliert werden? Mhm. Im Moment ist er abgeschottet, aber künftig trifft sich alles im Internet. Wir haben dann nicht mehr so diese Unterscheidung nach Verbreitungswegen, sondern wir haben das Internet als Verbreitungsweg und dort wird es transportiert. Und das sind Fragen, für die haben wir heute noch keine Antworten. Jetzt müssen wir, glaube ich, mal eine kleine Pause machen, weil die nicht öffentlich-rechtlich subventionierten Medien müssen im Grunde genommen Werbung verkaufen und leben davon. Und wir müssen im Grunde genommen jetzt auch eine kleine Unterbrechung machen. Da können wir alle durchschnaufen und wir sehen uns gleich wieder. Ja. SUV-Tage bei Renault König. Der Captur City SUV für nur 99 Euro im Monat. Ohne Anzahlung. Und 1000 Euro über Schwacke für Ihren Alten. Jetzt überall bei Renault König. Toskana Terme Bad Sulza. Baden in Licht und Musik. Gutscheine im Onlineshop, auch Print at Home. Sie haben eine interessante Salve-TV-Sendung verpasst oder wünschen Ihre Lieblingsfolge jederzeit griffbereit fürs eigene Archiv? Der Salve-Mitschnitt-Service bietet für private und nicht private Nutzer Sendemitschnitte auf DVD an. Bestellen Sie Ihren Sendemitschnitt bequem online über unsere Website www.salve.tv oder rufen Sie uns an 0361 222 484 10. Salve, freies Fernsehen. Sie lieben die morgendliche Ruhe. Sie sind es, der die Menschen täglich informiert. Die Mediengruppe Thüringen braucht Sie. Werden Sie Medienlogistiker in Voll- oder Teilzeit bei einem der größten Logistikdienstleister Thüringens. Zukunftssicher, flexibel, regional verbunden. Informationen und Bewerbung unter teilderflotte.de. Salve. Freies Fernsehen. Ja, wir haben die kleine Pause genutzt, um ein bisschen Geld zu verdienen. Und ich glaube, das Geldverdienen ist für eine Zeitung ein ziemlich wichtiges Thema. Und wenn man Abonnenten verliert und da ein Erosionsprozess durch Sterben der Abonnenten passiert, worauf reagiert man da? Ja, also das ist natürlich das große Thema, was die Tageszeitungsbranche seit mindestens 20 Jahren beschäftigt. Und da ist Thüringen auch keine Ausnahme, das muss man auch klar so sagen. Wir verlieren jedes Jahr 3-4% unserer Abonnenten.
Allerdings muss man auch sagen, wir sind in Thüringen immer noch die größte ostdeutsche Tageszeitungsgruppe. Wir haben also noch mehr als 220.000 Leser jeden Tag, die jeden Tag die Tageszeitung in die Hand nehmen und die auch konsumieren. Und die wissen, welche Leistung wir da erbringen. Das ist also etwas, auf dem man erstmal aufbauen kann. Das Problem, was die Zeitungsbranche seit 3-4 Jahren jetzt zusätzlich hat, zu dem Erosionsprozess der Abonnementen, ist, dass die Zustellung sich drastisch verteuert hat. Also das Zustellen der Tageszeitung in den Briefkasten des Abonnenten hat sich mindestens verdreifacht, die Kosten. Also Sie haben eine Situation, wo die wirtschaftliche Lage der Branche sowieso angespannt ist und dann werden die Kosten plötzlich deutlich höher. Und da muss man sich halt dann überlegen, wie ist das Zukunftsmodell? Und deswegen ist Digitalisierung schon etwas, was auch damit zusammenhängt. Weil auf der einen Seite erreiche ich neue Zielgruppen und auf der anderen Seite habe ich natürlich, wenn ich nicht drucke und nicht zustelle, geringere Kosten. Wie viele E-Paper-Abos haben Sie jetzt? Also wir liegen immer noch unter 10%. Ich denke, das sind so 8-9% E-Paper-Abos. Das ist etwas, was deutlich gestiegen ist in den letzten Jahren. Das wird auch weiter steigen. Und wir werden auch alles dafür tun, durch redaktionelle Initiativen, dass das E-Paper weiter, der Anteil von E-Paper weiter steigt. Aber nochmal, weil Sie mich vorhin nach einer Garantie gefragt haben. Eine Garantie werde ich Ihnen nicht geben. Aber ich glaube schon, dass ich in 5 Jahren noch nach wie vor Tageszeitungen drucke. Also wenn Sie mir eine... OTZ, TLZ und TA, und zwar im Druckhaus Erfurt, und zwar mit den Innovationen und Investitionen, die man da braucht, um gut drucken zu können. Ich weiß nicht, wie Sie reagieren, wenn ich Sie nach 5 Jahren Prognose für Ihr Haus frage. Ich werde gewählt. Beim nächsten Mal noch in der Regierung sind, da kann man auch keine Prognose abgeben. Also es liegt nicht in meinen Händen, das ist der Unterschied zwischen Politik und Unternehmen. Ja, aber 5 Jahre ist halt ein sehr langer Zeitraum in einer Branche, die sich permanent verändert. Und das im Internet sind 5 Jahre ein Jahrhundert. Okay. Also insofern kann ich Ihnen das nicht garantieren und ich kann es nicht wissen. Die Wahrscheinlichkeit spricht aus meiner Sicht dafür, dass wir in 5 Jahren nach wie vor Tageszeitungen drucken, aber auch, dass der E-Paper-Anteil dann deutlich höher sein wird. Alles, wir haben ja im Grunde genommen, Thüringen ist ja so eine Art Testmarkt. Ne? Wir haben ja dort eine relativ eindeutige Verbreitung eines Anbieters und es ist auch überschaubar mit 2 Millionen Einwohnern. Eigentlich könnte man sich gut vorstellen, dass die Zukunft der Zeitungen mal hier getestet wird, also im Schnelldurchgang und sagt, mal gucken, ob das funktioniert. Also ich bin ja auch Thüringer und das wäre, also alleine aus dieser Sicht würde ich sagen, Thüringen ist kein Testmarkt. Also das würde ich unseren Lesern auch nicht zumuten wollen, auch der Thüringer Bevölkerung nicht. Und die Risiken, die sind nicht absehbar, also nicht einschätzbar, was dann passieren würde. Dann würden wir wahrscheinlich wirklich sagen, wir machen zu. Also, aber jetzt hier zu testen, verschiedene Szenarien durchzuspielen, vielleicht einen ganz kleinen Bereich, aber jetzt nicht großflächig, also so einen ganzen Markt dann aufzugeben. Städte oder das Land? Da in den Städten läuft die Zustellung doch aber ganz leicht. Also ich denke, der Test kann eigentlich nur darin bestehen, dass man versucht herauszubekommen, welche Inhalte sich monetarisieren lassen, die digital verbreitet werden. Ja, das machen wir ja schon. Und das sind ja Sachen, die laufen, aber damit stellt man den Markt jetzt. Ja, da läuft schon eine ganze Menge. Nur ich glaube nicht, dass das E-Paper sozusagen das Produkt ist, das künftig ausschließlich online vertrieben wird. Man wird sicher, ich habe die Tage gelesen, dass es entscheidend ist, dass man den Leuten überlässt, was sie auf welchem Weg lesen wollen. Hm. Und das spricht gegen diese E-Paper-Version. Man müsste sich, ich nehme mal an, Sie machen das, Gedanken machen darüber, ob man themenbezogen Angebote macht, die, sag mal, für den einen, für die berufliche Weiterentwicklung wichtig sind, weil in dem Umfeld gerade eine Investition ansteht oder was auch immer, ja, dass man auf diesem Wege Leute, Nutzer gewinnen kann, die Interesse da haben ein Produkt zu bezahlen, was sie heute noch kostenlos kriegen. Aber machen wir es mal praktisch, wenn man an Schulen geht. Ich habe zum Beispiel in den letzten Jahren immer mal wieder eine Lesepatenschaft übernommen, für Berufsschulen ebenso wie für allgemeinbildende Schulen. Da war es ganz klar, 2 Abos, 2-mal Papier wird hingeliefert, ist früh um 7 da. So, in der Regel ist es ja nicht so, dass beispielsweise unsere Schülerinnen und Schüler, wenn wir mal da reingehen in die Debatte, alle von ihrer Schule ein iPad bekommen haben und sie da jetzt per App quasi einen günstigen Zugang zum E-Paper hätten. Also
Wenn man jetzt diese Lesenpatenschaft weitermachen will, könnte man sagen, für einen Klassensatz iPads, der dann vielleicht aber nur im Computerkabinett im verschlossenen Schrank liegt, gäbe es quasi die Möglichkeit, so eine App zu sponsern und für ein Jahr zu finanzieren? Oder wie würde sowas praktisch laufen, um mal zu gucken, dass man auch an die jüngere Zielgruppe beispielsweise mit Inhalten, die auch zugeschnitten sind, auf Schülerinnen und Schüler eher rankommt? Wie könnte das gehen? Also Denkverbote gibt es ja keine in der Richtung. Also das wäre natürlich eine Möglichkeit, von diesen Lesepatenschaften gedruckt wegzugehen zu anderen Möglichkeiten. Mhm. Und wir testen ja schon seit Jahren, also was Sie gesagt haben, themenbezogen, Dossiers gibt es bei uns auch, die man kaufen kann. Also wir testen auch nach Themen, wir testen nach Darstellungsformen. Wenn wir von digital sprechen, dann reden wir natürlich nicht nur von E-Paper, weil das ist die Verlängerung der Tageszeitung. Genau. Und das ist ein abgeschlossenes Produkt. Also wenn man ein gewisses Budget hat, jeder Mensch hat so am Tag 25 Minuten im Schnitt für Nachrichtenkonsum. Bei manchen mehr, bei manchen weniger. Das ist ein Durchschnitt. Branchenbedingt kann es auch ruhig tagesfüllend sein. Genau. Und wenn man dann sagt, ich bleibe auch bei dieser Zeit und ich habe nicht mehr, dann tendiere ich natürlich dazu, ein geschlossenes Produkt zu konsumieren, weil ich weiß, ich bin dann irgendwann fertig. Mhm. Aber wenn wir von Digital-Abos sprechen, dann meinen wir auch unsere Angebote, die wir über die Website einfach zur Verfügung stellen oder über eine App. Also nicht einfach nur die Verlängerung der Tageszeitung. Das ist einfach eine Lese- und Nutzungsgewohnheit, die man digital oder vielleicht ist es auch eine sanfte Überführung in die digitale Welt. Das ist gleich nicht alles ganz Neues. Wir bieten ja relativ viel an. Ich will immer nur wieder darauf zurückkommen, dass wir nicht diese Kanaldebatten führen. Also das ist eine Produktdebatte, die wir führen. Ich möchte aber eher sagen, genau, die Inhalte. Unsere Inhalte, jetzt sage ich mal, müssen so sexy sein, dass die gekauft werden wollen. Aber egal wo sie drin sind. Aber da müssen sie halt so relevant sein und journalistisch so sauber und brillant, dass sie eben auch gekauft werden wollen. Genau. Und das ist ja meine Herausforderung. Sag es nochmal, ich weiß, es hieß Zukunftsprogramm 2016, aber ich finde halt, was die Dichte an Journalisten und Journalistinnen angeht, ich sehe das ja, wenn wir eine Regierungsmedienkonferenz machen oder Pressekonferenz, es werden halt weniger Journalisten. Und deswegen geht es nicht um die Frage, ist es gedruckt oder digital, sondern es geht wieder um die Frage Qualität. Mir fällt zum Beispiel eine... Wie wird es überhaupt gemacht? Genau. Und wer hat wofür Zeit? Also ich erinnere mich an so ein legendäres Interview, Sergei Lochthofen mit dem Ohrensessel, damals oben in der TA-Zentrale, Joschka Fischer, schwebte rein 2004 und wollte über die Nahostpolitik reden und philosophieren. Und Lochthofen sagte immer wieder, Sie sind aber hier in Thüringen und wir haben ein Landtagswahljahr und wie sehen Sie das denn jetzt? Und die gerieten richtig in Streit und am Ende stand Joschka Fischer auf, verließ den Raum und das sind so legendäre Geschichten, die passieren nun mal hier und es ging um die Frage, inwiefern spiegelt durchaus ein Bundespolitiker, aber auch zurück in die Länder und Thüringen ist ein wunderbares Bundesland mit wunderbaren Menschen. Diese Geschichten finden hier statt, die liegen hier auf der Straße. Da braucht es aber Menschen, die aufsammeln, die die Ausbildung dafür haben. Und deswegen bin ich dieser Ansicht, muss man gucken, dass wir gute Journalisten weiter haben. Ja. Jetzt muss ich Journalist sein und sage, das Bild, das ist schief. Wenn Sie sagen, also die Geschichten passieren hier in Thüringen und liegen auf der Straße. Wenn Joschka Fischer in die Redaktion kommt, dann kann er das heute immer noch machen. Da brauche ich keine Leute draußen in der Fläche. Aber ansonsten gebe ich Ihnen natürlich recht, dass wir draußen sein müssen. Aber natürlich sammeln wir die Geschichten auch noch auf. Und dass es nicht einfacher wird, das wissen wir alle. Aber ich kann ja nicht den Kopf in den Sand stecken, sondern wir machen guten Journalismus, versuchen das unter den Bedingungen zu machen, die es eben sind. Wir müssen vielleicht auch eine andere Dimension der Diskussion machen. Das eine ist, man will das Alte behalten und sagen, das kennen wir schon, da fühlen wir uns wohl. Und das Neue kennen wir noch nicht, gucken noch nicht so viele. Aber welche Möglichkeiten alleine in der digitalen Versorgung sind? Wir sind in einer Gesellschaft, wo wir uns daran gewöhnt haben, dass es meist umsonst ist. Wenn du jetzt also die digitalen Schranken überall aufbaust, wird das sich auch verändern. Und dann werden auch immer mehr junge Leute sagen, okay, da will ich was für bezahlen oder will ich nichts für bezahlen. Da muss im Grunde genommen das Medium sich darum
darum kümmern, dass sie diese Information so gut gestaltet, dass das da auch dafür bezahlt wird. Und wenn du jetzt digital die Zeitung, für mich finde ich das wunderbar, wenn ich da, dann ins Archiv gehen kann und im Grunde genommen Artikel, die ich früher mal gelesen habe, mal wieder zu Gesicht bekomme und mir die nicht ausschneiden muss. Ich habe da relativ umfangreiche Schnibbelklamotten in den letzten Jahren hinter mich gebracht und ich würde mich riesen freuen, das jetzt weiter zu nutzen für alle möglichen Medien, ne? Weil das ist ja ein Fundus, der ist ja noch gar nicht sozusagen erschlossen als Erweiterung der Dimension. Und das ist ja sicher auch für Sie eine Überlegung, wie man das Archiv besser zu nutzbar machen kann für die Leute, dass man nicht nur an der tagesaktuellen Information festhält, sondern was vorgestern geschrieben worden ist, kann wieder aufgerufen werden. Also das ist ja uns noch nicht eingeübt, denke ich mal, oder? Das gab es schon mal online. Ja, das sind alles Geschäftsmodelle, die wir zum Teil schon haben, die wir auch überlegen. Da muss man aber sich auch darüber im Klaren sein, das ist ein Zusatzgeschäft. Das wird jetzt nicht die Tageszeitung retten. Also die Tageszeitung muss ihre Leser befriedigen und einen Anreiz geben, ein Abo abzuschließen. Ob das jetzt gedruckt oder per E-Paper ist, ist erstmal egal. Als Verlag stellen wir uns ja sowieso breiter auf. Also wir haben jetzt nicht nur bei der Thüringer Allgemeinen, wir haben ja Angebote, die an junge Leute sich richten. Wir haben Thüringen 24 gegründet vor einigen Jahren. Eine Webseite, die wirklich anders ist als die gedruckte Tageszeitung, die eine ganz andere Art von Journalismus betreibt. Wir haben ein Veranstaltungsmagazin, was sich an jüngere Leute richtet. Also ein Verlag muss sich heute viel breiter aufstellen, auch mit einer Archivfunktion und ähnlichen Dingen. Aber wir reden ja hier heute, wie kann sich die Tageszeitung digitalisieren, wie kann die Tageszeitung diesen Schritt überleben. Und wie gesagt, ich wiederhole mich, demokratietheoretisch sehe ich das alles ein, was Sie sagen. Aber wenn man auf Dauer Verluste schreibt, dann werden Sie von keinem Unternehmer erwarten können, dass er einfach weitermacht aus dem Grund, weil er die Demokratie sozusagen retten möchte. Also wir sind da, glaube ich, nah beieinander. Aber es gab Zeiten, da haben Sie hier 15% Rendite erwirtschaftet. Da hat man mit den Produkten hier in Thüringen auch durchaus die Funke Mediengruppe an anderer Stelle quersubventionieren können. Sie haben hier 220.000 treue Abonnenten und ich bitte Sie einfach und appelliere an Sie, schauen Sie, dass Sie nicht zu Lasten dieser treuen Abonnenten und zu Lasten quasi noch höherer Renditeerwartungen hier was Großes aufs Spiel setzen. Weil ich finde, Sie haben eine Monopolstellung in Thüringen, indem Sie die drei Blätter, die mal Konkurrenten stückchenweise waren, TLZ, OTZ und TA, quasi alleine verantworten und daraus erwächst auch durchaus Verantwortung. Deswegen meine große Bitte, mein großer Appell, kürzen Sie nicht bei der Frage der Qualität. Über Zugänge, ich bin keine Digitalisierungskritikerin, im Gegenteil. Ich sage nur, wenn ich mir, was weiß ich, ich das Hausen oder Teil Bürgel oder auch die ältere Dame in Jena anschaue, ich gehöre auch zu denen, die sonntags gerne mit einer Zeitung am Frühstückstisch sitzen, weil es was Haptisches ist und weil man manchmal eben dadurch auch Entschleunigung reinbekommt, dass man nicht das digitale Endgerät in der Hand hat, was noch mit drei anderen Sachen rumblinkt und einen ablenkt. Das sind Geschmacksfragen. Den Weg müssen Sie gehen. Das ist gar nicht der Punkt. Ich appelliere nur an die Verantwortung, die Sie haben. Und schauen Sie, die Funke Mediengruppe ist ein Riesentanker. Sie machen von Fernsehzeitschriften, von Gong über Land, Liebe, Lust, weiß ich nicht, wie die Zeitungen alle heißen, von Bild der Frau über ich weiß nicht was alles. So viele Zeitungen. Ich verstehe, dass dieser Markt unter Druck ist. Umso mehr, finde ich, sollte man, wenn man über das Tageszeitungsgeschäft redet, drüber sprechen, bekommen wir es hin? So wie beispielsweise der Spiegel, Spiegel Online, digitale Plattform und die Printausgabe ein Leitmedium plus digitale Angebote, das zu koppeln, ist das eine Option? Oder können wir darüber reden, dass wir in dem Markt, wo Sie sagen, Segment, das macht uns wirklich Kopfzerbrechen, nämlich im Zustellerbereich, darüber zu diskutieren, was denkbar ist. Oder es gab einen Vorschlag vom Bundesverband der Verlage unter der Überschrift Mehrwertsteuerreduzierung. Es gibt Modelle in Frankreich, wie man da reingehen kann. Ich glaube, Sie haben eine Riesenverantwortung und es ist nicht wie jeder andere Wirtschaftszweig, einen Verlag zu haben, der die eine Tageszeitung in Thüringen produziert. Und deswegen kann ich nur an Sie appellieren, Wege zu suchen. Ich will das auch gerne unterstützen, begleiten, wie immer man das kann, um eine hohe Qualität zu garantieren, damit Meinungsbildung, wie Sie es vorhin gesagt haben, die auf Vielfalt beruht, auch nach wie vor stattfinden kann. Und das andere Modell wäre die Taz, dieses Genossenschaftsmodell, wo man sich einkaufen kann. Es gibt ja vielfältigste Varianten. Ich finde, man kann ja über alles diskutieren. Vielleicht ist das auch ein guter Start heute, um darüber zu diskutieren. Also das greifen wir sehr gerne auf.
Wir sind ja offen und auch der Bundesverband der Zeitungsverleger, das wissen Sie, den haben Sie gerade erwähnt, genau, ja, der ist offen darüber zu sprechen, wie man die Zustellung auch im ländlichen Raum sicherstellen kann, mhm, unter den gegebenen Rahmenbedingungen. Trotzdem, es bleibt ein Wirtschaftsunternehmen und im Prinzip rennen Sie bei uns ja offene Türen ein. Ich möchte natürlich unsere 220.000 Leser nicht enttäuschen und verlieren. Im Gegenteil, ich möchte mal irgendwann darüber sprechen, dass wir wieder mehr Leser für die Tageszeitung auch gewinnen. Und das wird uns nur gelingen, wenn wir guten Journalismus machen. Mhm. Und es ist immer einen Strecken nach der Decke. Also ich muss auf der einen Seite schauen, wie sind die wirtschaftlichen Ergebnisse, was ist möglich, wie viele Journalisten kann ich beschäftigen, mhm, und auf der anderen Seite, wie stelle ich damit die Qualität sicher. Und diesen Teufelskreis zu durchbrechen, also ich verliere Abonnenten, ich habe dann weniger Umsatz, die Kosten steigen und ich gehe immer weiter runter. Das ist unter anderem das Thema Digitalisierung. Oder, wenn Sie das jetzt ins Spiel bringen, vielleicht auch eine staatliche Hilfe bei der Zustellung oder wie auch immer das aussehen kann. Die niemals in die Unabhängigkeit des Journalismus eingreifen würde. Das werden wir auch nie akzeptieren. Also das finde ich ziemlich wichtig, ja, Grundgesetz, Artikel 5, natürlich, die Freiheit und so weiter. Aber wenn es um die Frage geht, quasi der Zustelldienste oder Lieferdienste, und man findet da ein Modell, wo es quasi nur um diesen Geschäftszweig geht, darüber müssen wir reden. Da wäre aber wahrscheinlich die Voraussetzung dafür, wenn man jetzt spontan brainstormen, dass sie die Zahlen auch offenlegen, also die Wirtschaftsdaten. Ja, oder sie müssten jetzt zum Beispiel die Zeitung dann über die Post oder so vertreiben und dann kommt die später, dann kommt genau, sie nämlich dann erst mittags und dann sind die Leute schon bei der Arbeit oder so. Also da kannst du ja alles Mögliche drüber reden. Aber alimentieren den Journalismus, das wäre für mich jetzt eine gräuliche Information. Nee, mir geht es um den Zustelldienst. Also die morgens um 6 loslaufen und wo Herr Thalay vorhin sagte, das ist unser Problem, weil sich da einfach die Kosten verdreifacht haben, sagten Sie, glaube ich, dass man darüber redet, dass man da eine Möglichkeit auslotet, wie man da unterstützen kann. Das wäre nur um die Frage der Zustellung und nichts anderes. Das sichert nicht den Punkt, den wir die ganze Zeit diskutieren, nämlich die Qualität. Das sieht also so, ne? Aber das könnte ein Baustein sein. Wenn jetzt im Grunde genommen, das ist ja an Sie alle, wenn jetzt im Grunde genommen der Vertrieb und all das, was damit zusammenhängt, das ganze Geld auffrisst und du dann an den Journalisten sparst, das ist ja der falsche Weg. Wenn du eine Möglichkeit hast, im Grunde genommen vom Papier mal unabhängig zu denken und du bringst eine neue Form in die Informationsversorgung, denkbar sogar, dass das dann wieder wächst oder steckt. Ich meine, wir haben da in Norwegen haben wir ja auch solche Situationen, Beispiele, wo im Grunde genommen radikal vorgegangen wird. Und manchmal denke ich, wenn man so lange diskutiert, am Alten festhält und so, dann geht die Zeit über uns hinweg und dann gibt es es gar nicht mehr. Das kann auch passieren. Also das Beispiel Skandinavien ist genau richtig. Also das haben wir uns sehr intensiv angeschaut, wie die Kollegen das da vor Ort gemacht haben. Und das könnte ein Beispiel sein, ja, in der Tat. Und ich meine, Sie haben es ja selbst gesagt, ich glaube, die Verleger werden nie akzeptieren, dass es staatlichen Einfluss auf die journalistischen Inhalte über den Weg der Subventionen geben wird. Das sicherlich nicht. Und wenn es irgendeine staatliche Hilfe oder wie auch immer für die Zustellung gibt, dann wird das nicht für einen Verlag sein. Genau, sondern für alle gleichermaßen. Das ist uns auch klar. Also der Staat, das Land, wie auch immer, wird nicht die Funke Mediengruppe oder die Mediengruppe Thüringen da unterstützen, sondern da geht es um eine Infrastruktur. Richtig. Und dann wird von dieser Infrastruktur nicht nur die Tageszeitung profitieren. Also es gibt ja auch die Diskussion, was ist mit Apotheken oder ähnlichen Dingen. All die haben ja ein ähnliches Problem, wenn es um die Zustellung von Waren geht. Daseinsvorsorge im ländlichen Raum. Exakt. Gerade im ländlichen Raum, richtig, weil da natürlich die Kosten anteilsmäßig deutlich höher sind. Da wohnen weniger Menschen, der Zusteller muss viel weitere Wege zurücklegen. Mhm. Darüber kann und sollte man mit Sicherheit sprechen, zumal es das im europäischen Ausland, Sie haben es ja auch schon gesagt, in anderen Ländern schon gibt. Mhm. Was sagen Sie dazu? Ja, die redaktionelle und journalistische Unabhängigkeit, die muss in jedem Fall gewahrt sein. Mhm. Also gerade in den Zeiten, in denen man sich gewissen Vorwürfen aussetzen muss als Journalist, bin ich eigentlich fast dankbar um diese Debatte, die wir jetzt gerade führen, dass man sich eigentlich mal wieder bewusst wird, was Tageszeitung für einen Wert hat oder unabhängiger Journalismus in unserer Gesellschaft für einen Wert hat. Und kann auch einfach nur dafür werben, also Journalisten machen das aus bestem Wissen und Gewissen, also was sie da tun. Und unter manchmal schwieriger werdenden Voraussetzungen, aber doch wirklich es ist vielleicht ein bisschen zu pathetisch, aber wirklich, so wie es auch im Pressekodex festgehalten ist, um die Öffentlichkeit wahrhaftig zu unterrichten und die Menschenwürde zu wahren und wahrheitsgemäß zu berichten.
Gehen wir mal davon aus. Und nah dran zu sein. Und also Journalismus ist toll. Und ich hoffe, dass die Produkte eben auch toll sind und die Leser das eben toll finden. Und daran arbeiten wir, wie gesagt. Also wir führen gerade eigentlich mehr inhaltliche Diskussionen als Kanaldiskussionen bei uns in der Redaktion, wie wir uns für die Zukunft aufstellen. Auch mit Blick auf die Digitalisierung, auf andere Zielgruppen und so weiter. Ja, wir haben eine Abstimmung mit den Füßen. Also die Abonnentenzahlen gehen zurück. Und im Grunde genommen steht man ja vor einer neuen Frage. Also wie versorge ich die Bevölkerung mit attraktiven Informationen im Abonnement, dass da auch eben Geldfluss zurückkommt? Und dann Sie nochmal in der ganzen Runde. Wie stellen Sie sich denn jetzt die Zukunft dieser Medien und der Zeitung vor? Ich will nochmal einen Schritt zurückgehen. Weil ich denke, dass dieses Thema Zukunft der Zeitung ein viel komplexeres ist, als wir im Moment auch diskutieren. Mhm. Sie haben vorhin so eine Bemerkung fallen lassen, Frau Sigismund sagte Lesepatenschaften. Mhm. Man muss es jetzt mal aus Nutzersicht auch denken, aus Lesersicht. Wie ist denn der Befund in der Gesellschaft? Es gibt Zweifel an Journalisten, dass sie den Auftrag erfüllen, den sie erfüllen sollen. Kommt der Vorwurf der einseitigen Berichterstattung. Da kommen so abstruse Formulierungen wie, da sitzt da jemand im Bundeskanzleramt, der gibt die Inhalte vor. Ich denke, journalistische Medien müssen sich auch öffnen in Richtung der Gesellschaft und erklären, was der Wert des Journalismus ist. Mhm. Ich habe nur mal ein Beispiel. Ich habe in der vergangenen Woche eine Fotoausstellung eröffnet. Wir haben da einen Fotowettbewerb für hauptberufliche Journalisten und da kamen auch Menschen zu dieser Eröffnung und ich bin mit denen durch die Ausstellung gegangen und habe ihnen einerseits erklärt, wie so ein Foto entstanden ist, weil ich es wusste. Andererseits habe ich sie mal gefragt, was sehen Sie denn in dem Foto? Und in diesem Gespräch ist mir deutlich geworden, dass die Menschen viel zu wenig wissen, wie Journalismus funktioniert, welchen Wert er auch deshalb hat und dass es sich lohnt, dafür zu bezahlen. Ja, wir müssen ja von dieser Kostenlos-Mentalität wegkommen, die über Jahre hinweg gepflegt worden ist. Das heißt also, wir müssen den Menschen das erklären und da sollten wir in der Schule anfangen. Und deswegen unterstütze ich das, wenn Thüringen jetzt ein Fach Medienkunde einrichten möchte. Das wird sicherlich nicht von heute auf morgen passieren. Aber ich denke, dass wir als Journalistinnen und Journalisten, als Medien und alle, die mit Fragen, die mit Medien zusammenhängen, zu tun haben, uns in die Schulen begeben, zu einerseits die Lehrer fortbilden, damit sie dieses leisten können und andererseits den Schülerinnen und Schülern sagen, dass es sich lohnt, sich mit einem journalistischen Inhalt, mit einer Marke, das ist ja auch so ein Problem, wie transportiere ich die Marke Thüringer Allgemeine ins Digitale, ja? Dass es sich lohnt, nicht nur zu lesen, sondern auch dafür zu bezahlen. Frau Sigismund, Sie sind da mit in der Verantwortung. Wenn der Prozess statt 3 bis 5 Jahre nur 4 Jahre dauert, würde mich freuen. Ja, die ganze Runde nochmal. Zur Zukunft. Ja. Also ich glaube, dass journalistisches Handwerk über allem stehen muss, egal in welche Richtung man sich bewegt, weil Glaubwürdigkeit daran hängt. Das, was Herr Leifer sagt, kann ich unterstreichen. Also ich glaube, wir müssen auch transparenter zeigen, was wir machen, wie wir arbeiten und gleichzeitig auch mehr in Dialog mit unseren Lesern treten. Also das ist halt bei uns in der Produktentwicklung dann auch keine Einbahnstraße ist. Also wie kann das Produkt, das journalistische Produkt der Zukunft aussehen? Ich glaube, das kann man auch ganz gut im Dialog erarbeiten. Aber nochmal, im absoluten Mittelpunkt muss stehen, welche Inhalte spiele ich wem, wie, auf welchem Kanal aus, aber vor allem welche qualitativ hochwertigen und zugeschnittenen dann eben auch. Sigismund? Na, es darf kein Sterben auf Raten des guten Journalismus in Thüringen geben. Und deswegen finde ich es wichtig, dass die Debatte jetzt stattfindet. Am Ende ist nicht die erste Frage, gibt es mehr Digital- oder mehr Printangebote, sondern die Frage ist, haben wir viele gute Journalisten, die Zeit und die Möglichkeit haben, mit Recherchen und investigativen Ansätzen Angebote zu liefern, wo die Leute sich auch von angesprochen fühlen. Und ich glaube, wir sollten im Sinne der Bürgerinnen und Bürger Angebote
Angebote in den Blick nehmen, die, was den Zugang betrifft, so niedrigschwellig sind, dass gerade in Tagen wie diesen, wo wir politische Kräfte haben, die an den Pfeilern der Demokratie versuchen auch zu sägen, gar nicht auch noch damit Unterstützung bekommen, dass es weiße Flecken auf der Landkarte gibt. Jeder muss einen Zugang zu meinungsbildenden Medien haben und zu qualitativ hochwertigen Medien. Ich sehe da eine große Verantwortung und hoffe, dass das, was jetzt als Zukunftsprogramm angekündigt ist, auch wirklich die Zukunft in Blick nimmt. Dazu gehört für mich Investitionen ins Druckhaus Erfurt. Ich sage das nochmal. Dazu gehört für mich, dass es nicht weniger Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gibt. Und dazu gehört für mich eine Parallelität und eine Garantie von Print und digitalen Angeboten. Wobei mehr oder weniger Mitarbeiter, wenn du technologische Entwicklung hast, kann ja sein, dass dann doch einige nicht mehr dabei sind. Ja, aber der Computer recherchiert doch nicht die Geschichten, die sich im Land abspielen. Also ob in Berlin ein Artikel geschrieben wird, den kann ich auch in der Süddeutschen lesen. Also ich meine mehr Journalisten, mehr kritische Leute, die auch uns Politikern auf den Füßen rumtreten, sauber recherchieren und die Dinge von verschiedenen Seiten beleuchten. Also so. Ausreichende Versorgung mit Journalisten. Vielleicht nochmal ganz kurz. Digitalisierung und weniger Leute. Natürlich gibt es auch dieses, das wabert ja immer schon so rum, den Roboterjournalismus. Mhm. Nur mit dem kommen Sie in Thüringen zum Beispiel nicht weit. Ja, das ist allein auf der Datengrundlage. Ne? Also mit was wollen wir den Roboter füttern? Ein bisschen was kann man ja machen. Mit der Wetterkarte. Also ja, es gibt so Standardsachen. Das regnet nicht. Aber die wirkliche Berichterstattung über den Lebensalltag der Menschen, das können nur echte Menschen. Genau, richtig. So ist es. Also ich würde mir auch wünschen, dass wir wegkommen von irgendwelchen Spardebatten und Debatten über Kosten und Rückgänge und so weiter. Ich würde mir sehr wünschen, dass wir zu einer Debatte kommen, die vom Leser getrieben ist. Mhm. Also dass man vom Bedürfnis des Lesers auf das Produkt kommt, weil ich glaube, nur so rum geht es. Es geht ja nicht darum, dass wir überlegen, was für eine schöne Zeitung machen, sondern der Leser muss uns sagen, was er lesen möchte. Mhm. Und dann werden wir auch wieder etwas freier agieren können. Und ich möchte vielleicht noch einen Aspekt zum Schluss sagen. Man sollte sich vielleicht mal überlegen, was die Redaktion jeden Tag leistet. Wir haben über 200 Journalisten und wenn man die Tageszeitung in eine Buchform bringen würde, dann liefern wir jeden Tag ein mitteldickes Taschenbuch. Und dieses Taschenbuch bekommt der Leser 300 Mal im Jahr um 6 Uhr morgens in den Briefkasten gestellt und das kostet ihn irgendwie 1,50 Euro oder so. Das ist schon eine gewisse Leistung und das hat natürlich einen Wert und ich glaube, darauf möchte eigentlich keiner verzichten. Also ich am allerwenigsten, nur es muss halt irgendwie bezahlbar sein. Ja, und vielleicht ist es so, dass wir in der Dimension uns auch von der Form, wie es dargereicht wird, irgendwie auch mal verabschieden müssen. Und im Grunde genommen das Digitale, das hat man so mit sich und das hat man kostenlos genutzt. Und da ist man dran gewöhnt, aber es wird sich eben verändern, weil das nicht mehr möglich ist. Und ich denke, das ist ein Prozess. Und da ist die Frage, wer zuerst sich outet und sagt, ich mache das jetzt mal anders. Und zwar in der Schwerpunktsetzung, auch in der finanziellen Ausstattung von solchen Entwicklungen, die sind vielleicht die Sieger in Zukunft. Ja. Nochmal zu den 200 Kollegen, die Herr Thaler ansprach. Die sind natürlich auch in ganz Thüringen unterwegs. Also 200 hört sich jetzt auch sehr viel an. Inklusive aber es, aller Lokalredaktionen. Inklusive aller Lokalredaktionen, also über den gesamten Verbreitungsgebiet. Und das ist schon wirklich harte Arbeit. Das kann ich nur noch mal unterstreichen und kann ein großes Kompliment an alle aussprechen, die täglich da wirklich alles geben. Total. Ich denke, dass das Rückgrat ist die Lokalredaktion. Das ist im Grunde genommen das, was die Zeitung attraktiv macht. Und was Sie sagten, der vordere Teil, dass der zentral gemacht wird. Ich kann Ihnen sagen, ich bin froh, dass es zentral gemacht wird. Das kannst du nicht hinter jedem Berg da zusammenstellen, dass sich irgendeiner was ausdenkt, wie das ist. Also, dass da so viele Informationen auch zusätzlich sind, dass du nicht 3 Zeitungen lesen musst. Das finde ich eigentlich noch ein Vorteil. Und dann, wenn das qualitativ gemacht wird, auch. Wir sind am Ende und am Anfang eigentlich einer großen Diskussion. Die Digitalisierung, das findet in manchen Bereichen statt. In Silicon Valley denken die jede Sekunde darüber nach, wie sie das Analoge zertrümmern können, um im Grunde das Digitale zum Durchbruch zu verhelfen. Auf den meisten Feldern ist ihnen das schon gelungen. Jetzt ist die Frage, wie sich das mit der Zeitung in der Zukunft darstellt. Und ich denke, da kann man keine Garantien für die nächsten 5 Jahre abgeben. Da sind wir alle erst am Anfang und werden uns vielleicht überrascht umschauen und sagen, hey, schon verändert. Wie sieht es denn hier aus? Weil die Ökonomie letztendlich das ja auch entscheidet. Ja, aber nicht nur. Also man
muss auch über Folgeschäden nachdenken. Und ich glaube nicht, dass die Zukunft allein im Digitalen liegen kann. Und diese Runde zeigt ja auch, dass es analog auch geht. Und dass es bei manchen Dingen sogar noch besser geht, weil das Digitale verführt natürlich auch zum Oberflächlichen. Und eine analoge Unterhaltung beim Glas Bier oder Glas Wein, wo ich meinem Gesprächspartner gegenüber sitze, die kann viel tiefgründiger sein und hat einen Vorteil. Der überlegt sich dreimal, ob er aufsteht, wenn er eine Meinung hört, die ihm nicht genehm ist. Beim Digitalen schalte ich ab. Das ist erledigt. Sie haben letztendlich das Schlusswort gehabt und zudem, dass man sich trifft und beim Glas Wein im Lokal darüber diskutiert. Leider haben wir auch das Lokalsterben auf der Fläche und da hört im Grunde auch die Dialog dann auf. Und wo findet das dann statt? Das findet teilweise doch im Internet statt. Ja, oder beim Bäcker, wo man sich die Zeitung eben nimmt und die Brötchen kauft am Sonntag. Ja, meistens hat man aber nur eine spezielle Zeitung. Ob das dann jetzt die richtige Wahl ist, das sei auch dahingestellt. Ja. Also wir sind am Ende, wir haben ein bisschen überzogen. Ich hoffe, das ist nicht allzu schlimm. Ich bedanke mich bei den Diskutanten. Das ist sicher der Anfang eines größeren Prozesses. Wir sind mittendrin mit unterschiedlichen Auffassungen, aber die gemeinschaftliche Idee bringt uns wahrscheinlich voran. Ich danke. Danke. Gerne.